Da haben wir zum einen Norwin Stufer links im Bild. Und er tritt an gegen ein Mitglied des Wolfpacks. So haben wir sie damals kennengelernt. Andreas Andy Wöhle. Ich fühle mich noch relativ fit und hätte gerne natürlich noch mehr gezeigt. Mein Ziel für die nächste Stage ist definitiv, keine Fehler machen und so weit wie möglich zu kommen und mein Bestes zu geben. Parcours frei. So, das heißt auf jeden Fall richtig Speed und ja. Andy legt da schon direkt los. Ist schon an Hindernis Nummer 2. Ach super, beide schaffen das Ding und das hat es ja wirklich in sich, diese Ringjagd. Also man geht da die Leiter entlang, der Ring läuft nach und man wartet auf ihn und nimmt ihn in Empfang. Und vorne ist Andy Wöhle. Norwin Stufer hat da hinten Probleme, verschwindet jetzt aus dem Bild. Soweit ist Andy schon vorne, guckt natürlich, was der Kontrahenter macht und geht jetzt aber ans Windspiel. Ja, das ist einfach, um zu gucken, kommt er noch nach, muss ich das Hindernis noch machen. Der Sieger dieser Runde zieht ein in die finale Runde in dieser Show am heutigen Abend, geht dann später an den Power Tower. Und auch er, Andy hat es eben schon gemacht, Norwin springt ein Windspiel weiter, also steigt bei Nummer 2 ein. Das bringt natürlich Kraftersparnis und Zeit. Und jetzt, spannend, jetzt hängen beide gleich auf. Hier ja, an und der da ersten ist ja Stange. Stange. Die Stangen schwingen ja mit, das heißt, die können auch eventuell quasi gegeneinander arbeiten. Ja. Aber Andy bleibt knapp vorn. Aber Andy ist aus der Puste ja. Und Norwin auch. Also, boah, da haben wir jetzt aber einen... Okay. Das ist Community, das ist Spirit, das finde ich gut. Aber... Es geht um was, Jungs, es geht um was. Der Power Tower wartet. Ja, aber die machen das schon beide clever, Jan. Denn das, was da jetzt kommt, das hat es in sich. Das ist nämlich der Klacker. Ninja-Fans kennen dieses Hindernis. Nochmal, wer hier gewinnt, also oh, wer Andy dann gleich am schnellsten den Kamin hochgeht, der zieht in die nächste Runde ein. Oh ja, Riesenprobleme jetzt bei Norwin. Andy ist ein Stückchen weiter. Es ist nur in Anführungszeichen... Ein Klacker, bevor der zweite dann kommt. Weil da noch eine Stange dazwischen gebaut ist. Ich nochmal kurz aus. Ja? Norwin pumpt aber auch links. Andy ist vorne. Andy jetzt nochmal weiter, okay. Und die Klacker müssen umgelegt werden. Das ist geschehen bei Andy, der jetzt an die vorletzte Stange geht, aber keine Power mehr hat. Und jetzt? Norwin weiß, wenn er da jetzt weiterkommt als Stange Nummer 1. Boah. Er muss den Klacker umlegen. Andy hatte den Klacker umgelegt, oder? Ja, ja. Andy Wöhle geht an den Power Tower. Ja, so ist es. Andy, das war knapp. Muzzle gehabt. Aber du stehst in der Finalrunde am heutigen Abend am Power Tower. Oh, das war eine enge Geschichte.